verbraucht hast, also Schweinefutter zum Beispiel. Den Big Pack, wenn du es gekauft hast und verbraucht hast, dann ist er leer. Dann ist er weg. Halt, den brauchen wir. Muss ich noch ernten. Und dann mal ein bisschen Geld rein. Dann brauchen wir noch einen Traktor. Ja, ich habe nicht genug Geld, na super. Ja. Du kannst das irgendwo hinstellen, wo du willst, und dann vorbeifahren und aufladen. Aber du hast halt das Problem, dass du auf dem Stapler immer nur ein Big Pack drauf kriegst. Sprich, du musst da mit Anhänger fahren und die verladen. Ich glaube, ich verkaufe den Mähdrescher jetzt klein an. Und was ich jetzt noch nicht ausprobiert habe, ist, ob du dann das Mähwerk zum Beispiel, das Schneidwerk für den Drescher, ob du das verladen kannst. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Weil du doch einmal alles unten am Hof holen musst. Kauft man ein Feld, das voll bebaut ist. Das ist zwar wahrscheinlich nicht gedüngt, aber das ist wurscht. Die, wo ich nicht braucht habe, habe ich verkauft. Ja. Die, wo ich nicht braucht habe, habe ich verkauft, und die, wo ich braucht habe, die habe ich behalten. Die haben wir dann, ja gut, ich habe es natürlich leichter dann auch gehabt, weil ich ja die Million gekriegt habe durch die 100 Nuggets. Da habe ich dann gleich das wichtigste Zeug gekauft, was ich brauche. Ich habe also zwei neue Traktoren, wobei der eine auch schon 6,5 Stunden läuft. Und der andere läuft 4 Stunden. Und habe dann die Sämaschine eben gekauft, die große. Weil das einfach eine Sache ist, dass du alles auf einmal machst. Ja, und dann großen Auflieger gekauft mit Dolly und fahre da meine Sachen hin und her. Mehr habe ich noch nicht gemacht. Ich habe einen Ballenpresser, ich habe eine Baumelmaschine, natürlich meinen Ladewagen, da habe ich zwar bloß einen kleinen, aber der langt mir. Und dann geht da was vorwärts, und das, was ich jetzt heute möchte ich mir einen anderen Mähdrescher kaufen. Das ist jetzt heute. Und der Mähdrescher her. Und jetzt will ich bloß noch schauen, ob das mit dem, sag mal, es mit dem Säen auch so läuft, wie ich es mir vorstelle, weil das 23er Feld ist ja ein schräges Feld. Ich habe jetzt auf der breiten Seite angefangen. Gut, das ist nicht gedüngt gewesen.
Das merkst du sofort am Ertrag. Macht aber nichts. Also wenn du von der kurzen Seite anfängst, du, wo fängst du denn da an? Da musst du normalerweise bei der Mission die Aufgaben erfüllen kannst, oder? Auf der Seite. Ja, unten oder? Hauptstraße. Da hast du angefangen. Mhm. Aber oben, oder? Von der Hauptstraße her. Aha. Ja gut, das schaue ich mir jetzt mal, dann fange ich auch mal da an. Ja gut, ich meine, er zeigt ja eh, dass er fertig ist, der Helfer. Von daher ist er dann nicht so schlimm. Ja. Ja, genau, das ist besser. Ja, du kannst die Big Bags überall entleeren. Du kannst das in jeden Anhänger rein. Dafür gibt es ja jetzt den Ausschub, dafür gibt er ja über das Klar aus. Das ist ja der Vorteil. Dann müsste es eigentlich auch gehen, dass man mit dem Anhänger lagert und dann dahin fährt, wo man es braucht. Zu der Sämaschine oder so. Ja, die fährt noch einmal hinauf, dann ist die fertig. Aber es ist ja brutal, was da, wie das Geld weggeht, wenn du das kaufen lässt, gell? Das Saat und Dünger. Man gut Dünger schlappt zur Buche. Ja. Ja, da geht's da hin. So, wie schaut's mit meinen Viecher aus? 100% Produktivität. Nächstes Tier in 15 Stunden. 16 Stunden Reproduktionsrate. Milky, bis später. Oder Dennis. Das muss ich mir erst wieder hochholen.
Wie meinst du das? Ja, da kannst du das Padding aber bloß, das kannst nur vorne ankoppeln dann. Wenn du nur das Padding, das andere kannst du nicht nehmen. Das Lili. Nee, das kannst du auseinander das setzen. Du tust das vordere Mähwerk so, als wie wenn du es vorne aufnehmen würdest. Hinstellen und dann fast mit, nimmst die anderen, also das Breite, nimmst das vorne auf, fährst dann hin, dann müsste es gehen. Nee, nee, zuerst das Große und dann das Kleine. Das dann vorne dran. Doch, glaub schon, dass es auch.